Persönliches Computerlogbuch Captain G-Lan Tain auf der Proxima Schiffswerft Sternzeit 5616,8. Es ist endlich durch. Die Sternflotte hat nach über einem Jahr des Debattierens ihr Go für die neue Constellation-Klasse gegeben. Es war ein langes Ringen darum, welche genauen Spezifikationen dieses Schiff erhalten sollte. Der militärische Stab wollte einen neuen Kreuzer, der die Constellation-Klasse ablösen sollte. Das Ingenieurskorps wollte stattdessen lieber ein neues Arbeitstier. Entschieden hat man sich letztendlich für einen Kompromiss. Es wird 3 Prototypen geben, jeder mit eigenen Spezifikationen, komplett unabhängig von den jeweils anderen. Das Schiff, das sich schließlich bewähren wird, soll am Ende die offizielle Serienproduktion bekommen. Ich habe heute Morgen die Nachricht bekommen, dass eines dieser Prototypen hier auf Proxima gebaut werden soll. Und mir hat man die Leitung dieses Projekts anvertraut. Commodore Reed hat mich gefragt, ob ich bereits einen Namen hätte, den er für die Unterlagen eintragen könnte. Ich glaube, ich hätte da genau den richtigen. Ein neues Großprojekt der Sternflotte, das hier im Alpha Centauri-System gebaut werden soll? Ich denke, es ist nach 73 Jahren an der Zeit für eine neue USS Euderion, die das Erbe jener tapferen Pioniere ehren kann, die vor fast 200 Jahren Alpha Centauri besiedelt haben.